Moin, moin! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Testoleros. Und Jens, bist du fit? Hast du die Leber schon massiert für die ultimative Challenge? Ich habe jetzt 10 Liter grünen Tee getrunken, damit es meiner Leber einigermaßen geht. Meine Leber schreit. Heute gibt es das feinste Lidl-Bier oder was war das? Feldschlösschen. Ja, ich glaube, das gibt's bei. Ja, klar, bei Lidl gibt's das. Im letzten Video gab es Pölleken. Guckt euch das Video mal an. Das war auf jeden Fall besser, das wissen wir jetzt schon. Also irgendwie, der ist mir nicht koscher. Guck dir das an. Der Fahrstuhlstor. Immer wieder grinst. Ja? Musst du mal vorne hinstellen, denn. Willst du den Also den irgendwie, der ist mir nicht koscher. Den vertraue ich ohne den Typen Feldschlösschen. Ist das der Feldschlösschen von Feldschlösschen? Wie heißt der? Fred oder was? Fred von Feldschlösschen? Wer ist das? Feldschlösschen AG aus Dresden. www.feldschlösschen.de mit OE bitte. Ich kann mir das dran erinnern. Und Rico hat mal gesagt, wir haben eine Bira Moretti getrunken. Ja, da sich darüber beschwert, dass die Männer auf dem Bier, das ist das Problem. Da schmeckt das Bier nicht. Das Bier, wir haben das Moretti schon getrunken? Das Bira Moretti haben wir schon mal. Und da ist auch ein Typ drauf. Also, ich habe mal gesagt, dass überall, wo ein Gesicht drauf ist, mit einem Mann oder so, das ist nie ein gutes Zeichen. Genau. Vor allem in Tschechien, das weiß ich noch. Aber alle Biere, wo irgendwie so ein Gesicht drauf war, konntest du alles vergessen. Es sei denn, es ist ein Mönch. Ja, genau, es sei denn, es ist ein Mönch und dann ist es nicht. Übrigens, positiv anzumerken ist, hier gibt es 25 Cent drauf. Ne? Also, naja, aber die musst du auch erstmal haben. Ja, natürlich. Naja. Also, ich sag nun mal. Hat das jetzt gekostet 26 Cent oder was? Naja, mal gucken, ich guck gerade. Ich sag unter 50 Cent mit Pfand. Feldschlösschen, Alter. Das ist ja nicht deren Ernst. Gut, dass ich niemals auf die Preise gucke, wenn ich einkaufen gehe, ja. Mhm. 85 Cent. Mit Pfand? Ohne. Das ist ja merkwürdig. Das ist brutal. Alter, Tonbräue hat nur 55. Oh, warte. Shit. Nicht spoilern. Ey, ich glaube, das wird vielleicht doch nicht das schlechteste Bier. 85 Cent plus 25 Cent. Also das. Über ein Euro. Gut, dass du auch nicht rechnen kannst. Wieso? 25 plus 85? Das ist über ein Euro, ja. Und wie viel ist es dann jetzt genau? In 10. Ah, sehr gut. Mann, Alter. So auspacken oder wegpacken? Ich würde sagen, wir beenden hiermit das Video und trinken mal irgendwas, besser ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir werden ja sehen, vielleicht hat sich das ja wirklich geändert. Ich meine, 85 Cent für einen Pilz. Oder wegpacken? Nee, eher nicht. Wie sieht die Pullovers? Gut, ich bin auch schon vorgeschädigt. Also da sag du mal lieber. Ich bin null. Kauf mir doch kein Plastik. Das, genau, das richtig. Das reicht. Null Punkte. Ja, und das wird mir auch vollkommen ausreichen. Gut. So. Augensucht oder Augenflucht? Kipp ein hier. Muss ich aber dann hier das Glas dann kräftig aussprühen. Heutzutage kann man so ja sagen, das ist ja so ja für die Umwelt nicht cool, weil Glasflasche ist ja viel besser für die Umwelt. Also liebe Feldschlösschen-Trinker, ja, fühlt euch jetzt hier nicht. Ich glaube nicht, dass ein Feldschlösschen-Trinker den Kanal gekickt. Geschmäcker sind halt verschieden, ne? Und vielleicht. Noch haben wir es nicht probiert. Vielleicht genau. Schmeckt es uns. Glück. So weit sind wir noch nicht. Also können nicht glücken, ne? Ne, ist ja auch eine Plastik. Genau, gib mal ordentlich rein. Gut. Ach so, du wolltest ja auch noch Schluck haben. Danke. Na toll. Ne, das ist jetzt schon. Gib mal her hier dein Glas hier. Gib mal her dein Glas. Mann, ey. Das gibt's doch ja nicht. Ich trinke doch nicht hier alles. Na, aber jetzt hast du doch so. Keine Ahnung, was da. Damit mir los war. Und so ist jetzt der Uwe? So, jetzt ist der Schaum. Und der Uwe ist garantiert da drin. So. Ja, du kannst ja den Schlück aus der Flasche. Den Schlück. Ich habe Angst ein bisschen. So. Riecht ja nicht schlecht. Ja, riecht nicht schlecht. Das ist wohl wahr. Das sieht ja nicht so schlecht aus. Das sieht ja gut aus. Also, abgesehen mal davon, dass hier gefühlt gar keine Kohlensäure mehr drin ist.
Ach so, wolltest du die Geschichte noch vorlesen, die hier hinten steht? Na, lies mal vor. Laut einer Legende hat das Pichelmännle seinen Namen von den Arbeitern, die vor langer Zeit die hölzernen Bierfässer innen mit Pech versiegelten. Das nannte man Pichen. Als Belohnung für die schwere Arbeit wurde richtig gepichelt. Auch heute symbolisiert das Pichelmännle die Original Dresdner Braukunst. Ach, deshalb sagt man mal in Picheln. Aha, interessant. Also wusste ich auch noch nicht. So, jetzt ist das schon wieder cooler, aber trotzdem. Also die Kohle ist schon weg, ist durch, das Ding. Also vom Aussehen her sieht das wirklich schön aus. Hat eine schöne Farbe. Das stimmt. Der Schaum, der war ja, halt der nicht, war nicht quasi nicht vorhanden. Also gibt es drei. Ja. Eigentlich. Ja. So, Prost. Halt durch. So, hätte Säure mit ein bisschen Bitterstoff und Wasser. Was? Du hast halt jetzt leider auch nicht das Feeling der Plastikpulle. Mm. Darauf kann ich gerne verzichten. Schade eigentlich. Ich glaube, wahrscheinlich war das Feeling mit der Plastikpulle damals, dass ich da nach dem zweiten Schluck nicht weitergetrunken habe. Ja, das ist schon natürlich was anderes. Das fehlt jetzt eben von uns. Also tut mir leid. Ich schmeck bloß bitter. Es ist jetzt nicht totaler Mist, ja. Also Schrott ist es nicht. Aber ich schmeck nur bitter. Nein. Aber so eine ganze Pulle, wisst ihr schon, ich hab dann hier noch. Also wenn ich die überhaupt schaffe, die ganze Pulle. Das schmeckt auch direkt ein bisschen abgestanden. So. Hm. Das ist so. Da sprudelt doch nicht so. Das siehst du doch. Ich glaube, wenn ich mich nicht beeile, dann ist es schal. Das ist ein Bier, ja, ich hätte fast gesagt, für einen schmalen Taler ist es aber nicht. Nicht mal bitte, ja. Also für 85 Cent ist das schon brutal. Ja, auf jeden Fall. 4 Punkte oder halt? Ja. Spezialpunkte? Da riechst du gleich aus dem Maul wie ein... Spezialpunkte hat es auf jeden Fall hier wegen dem Pichmännchen. Ja. Dem gebe ich, den Punkt gebe ich ihm. So, und dann ist aber auch Schluss. Warum müssen die das in eine Plastikpulle packen? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich meine, manch einer würde jetzt sagen, ja, das natürlich. Hätte ich bestimmt 2 Punkte gegeben, würde aussehen. Tja. Jetzt dadurch, dass ich das jetzt auch weiß, dass das hier Pichmännchen ist und so, finde ich das ja schon wieder ein bisschen cool. Und Geschmack ist immer, ist halt die Geschmackssache, ne? Also ein Spezialpunkt, oder was? Mhm. Durch Trainingsgebot haben wir Uwe. Der Uwe, der ist von Anfang an dabei. der sitzt ganz oben schon. Der begrüßt sich schon. Da fehlt ja auch dieses Uff-Funken. Ach, da fehlt alle. Das ist ja so, wie wenn man die Zigarette so anzündet. Ja, das genau. Ist genauso. Bio-Fumpen ist genauso. Das gehört dazu. Naja, wenn das nicht funkt, kannst du es gleich wieder beiseite packen. So, und diese Gluck-Gluck-Gluck-Gluck gibt es ja auch nicht. Hm. Naja, aber du irgendwie musst du noch mal zum Lehrgang. Oder ey, das gluckt bei mir immer, ja. Nur bei dem, nee. Uwe ist auch dabei. War Jahrgangsbester beim Einkippen, ja. So. Was haben wir denn hier? 1900 oder was? Was ist denn hier? Wie viele Punkte? 10. 10? 10 Punkte, Mensch. 10 Punkte Blech. 10 hat jetzt Schweine im Maul. Solch. So. Ja, das haut dir um noch. Solch ranziges Zeug darf den Innennamen Bier nicht tragen. Gebe dein Bedauern nun laut kund und trinke ein Gebräu edlerer. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Es ist. Wie sieht's denn aus mit einem Mönchshof? Also wirklich ohne Scheiß. Aus einer Bierpulle mit einem vernünftigen Verschluss. Mhm. Reicht mir jetzt hier mit Feldschluss. Ja. Irgendwas, was besser schmeckt. Naja, Tuborg, wie war das? Torbier? Torland? Torberg? Turmbräu? Ah nee, warte, wir machen erstmal hier vernünftig. Nee.
Oder hier, der ist auch doof, der Witz. Nein, der kommt als nächstes. Und der andere? Hier. Nee, wir nehmen das der vor. Der ist auch nicht schlecht. Nein, hör auf jetzt hier. Hier. Jetzt komm Icke, hat er gesagt. Was trinken wir als nächstes, Rico? Wir trinken ein in der grünen Flasche abgefülltes Berliner Pranke. Echt mild süffig. 6% hat das Ding. Und das Etikett ist ja ein bisschen das ist, wenn Rico, eingedellt. Das ist, wenn du Rico einkaufen schickst. Ja, ich bin manchmal ein bisschen grob, ja. Heute unbedingt den Kanal abonnieren und kommentieren und schreibt mal rein, welches Bier euch am wenigsten besonders gut schmeckt. Bis demnächst. Haut da rein. Ja, du trinkst das aber noch aus. Alter, das ist aber nichts für Dicke hier. 48 Kilo könnten.